Aus ayurvedischer Sicht ist Stress nicht gleich Stress, sondern jeder reagiert naturgemäß etwas anders auf Stress und hat seine ganz individuelle Handhabe, wie er damit umgeht. Im Ayurveda haben wir drei große verschiedene Typen, die wir sein können als Menschen, und je nachdem, welcher Typ du bist, reagierst du natürlich etwas unterschiedlich auf Stress. Wir haben zum einen den Vata-Typ, das ist der sehr luftige Typ, also ein Menschentyp, der sehr, sehr viel Luft in sich trägt, das luftige Element. Und Vata-Menschen, luftige Menschen, wenn diese Menschen Stress ausgesetzt sind, reagieren sie gemäß ihrem Dosha, also ihrer Bioenergie, und werden eher schnell nervös, versuchen sich im Multitasking, wollen ganz viel auf einmal erledigen und merken aber dann eigentlich, dass es zu viel ist und dass sie den Überblick verlieren. Und das kann sie dann wirklich in eine sehr, sehr starke Nervosität bringen, in eine Schlaflosigkeit und vielleicht auch in eine leichte Panik. Was kannst du machen, wenn du das Gefühl hast, bei dir ist dieses Luftige sehr ausgeprägt? Hier ist es aus ayurvedischer Sicht wichtig, dass du dich erdest, dass du immer wieder Elemente in deinen Alltag einbaust, die dich sprichwörtlich aus der Luft runter auf die Erde bringen. Also, dass du dir klare Strukturen aufbaust, dass du aber auch darauf achtest, dass du immer den Fokus auf eine Sache hast. Und natürlich kannst du auch über die Ernährung, indem du dich sehr warm und sehr reichhaltig ernährst, schauen, dass auch dein Körper gut geerdet ist. Und Meditation ist hier ganz wichtig für dich. Der nächste Typ, den wir im Ayurveda haben, ist der Pitta-Typ. Das ist der feurige Typ. Du kannst dir vorstellen, wenn du sehr viel Feuer in dir trägst, dann bist du jemand, der sehr leidenschaftlich sein kann, der sehr, sehr gerne Dinge erledigt, ein Team gut leiten kann und jemand ist, dem die Karriere und auch so das Erreichen von Zielen ganz wichtig ist. Das ist wunderbar und du bist dann wahrscheinlich jemand, der sehr lange einem Stress gut, ja, das gut aushalten kann. Du kannst das vielleicht sogar als Herausforderung sehen. Aber auch hier, wenn dieses Feuer zu viel wird, dann kannst du das irgendwann merken, indem du ungeduldig wirst, indem du vielleicht auch leicht wütend wirst. Und auch körperlich kannst du das merken, dass dein inneres Feuer zu stark ist, indem du zum Beispiel Sodbrennen entwickelst oder nachts sehr, sehr unruhig schläfst. Was kannst du für dich machen? Bei dir ist es ganz wichtig, dass du eine kühlende und langsame Komponente in deinen Alltag integrierst und vor allem auch wieder viele Genussmomente. Wenn wir sehr in dem Feuer sind, dann sind wir sehr in diesem Machermodus und haken eine Sache ab und machen dann die nächste. Das funktioniert auch gut, aber wir vergessen darüber, manchmal so ein wenig den Moment zu genießen. Wie kannst du Kühlung in deinen Alltag bringen? Hier ist es ganz wichtig, dass du spielerische Elemente hast, also dass du Sportarten betreibst, die das kreative, spielerische in dir wecken, zum Beispiel Tanz. Achte darauf, dass du stimulierende Genussmittel weglässt, die dein Feuer noch mal mehr entfachen lassen können. Das ist Alkohol, Nikotin und Koffein. Des Weiteren ist auch für dich wichtig, dass du dich über die Meditation, über Atemübungen in die Erdung bringst und hier wirklich gut wieder Fuß fassen kannst, um nicht zu sehr aufzulodern. Der dritte Typ, den wir im Ayurveda haben, das ist unser Kapha-Typ, das ist der erdige Typ. Und dieser erdige Typ, der ist ein Menschencharakter, der grundsätzlich sehr viel Struktur, sehr viel Erdung, sehr viel Basis mit sich bringt. Das sind Menschen, die es lieben, wenn wir Routinen haben und wenn immer wieder das Gleiche passieren kann. Und Kapha-Menschen können sehr, sehr gut den Überblick behalten und sind häufig gut in ihrer Komfortzone verankert und können diese Aufgaben gut erledigen. Aber auch diese Menschen können natürlich dem Stress ausgesetzt sein. Und das zeigt sich dann häufig so, dass Kapha-Menschen zumachen, also eine richtige Grenze setzen und sagen, das ist mir zu viel, das kann ich nicht. Und dann eben aus dieser Struktur, wenn die zu stark wird, in eine Starre verfallen und Kapha-Menschen dann ihre Aufgaben quasi gar nicht mehr erledigen können, sie alles in sich hineinfressen, sich innerlich wirklich traurig fühlen, sich nicht gut fühlen und das einfach zu viel ist. Was kannst du, wenn du merkst, das Erdige ist sehr in dir verankert, was kannst du für dich machen? Du brauchst Aktivierung und Wärme. Das heißt, für dich sind Sportarten, die deinen Stoffwechsel, die dein Herz-Kreislauf-System anregen, wunderbar. Du kannst in der Ernährung darauf achten, dass du dir hier viel Wärme zuführst, dass wirklich dein Inneres gut arbeiten kann. Und natürlich ist es für dich auch wichtig, dass du ab und an aus der Komfortzone rausgehst, etwas Neues probierst, um zu sehen, dass Struktur zwar wichtig ist, aber eben nicht alles und du so deinen Horizont weiten kannst.